Und weiter geht's hier mit Let's Play Dragon Age Origins. Wir haben letztes Mal relativ viele Quests abgeschlossen und sind hier immer noch Level Up. Und haben sogar jetzt einen Spezialisierungspunkt gekriegt, den wir noch nicht freischalten können, weil wir diese Bücher noch nicht gefunden haben. Oder in dem Fall zum Beispiel auch noch nicht mit ihr Alistair geredet haben, um zum Beispiel Templer zu werden. Ist aber auch alles kein Problem. So. Jetzt kann man direkt mal hier irgendwo rein investieren. Ich wollte ja, glaube ich, in Klugheit investieren. Wegen den Schlösser knacken? Oder bin mir nicht ganz sicher. Ich warte lieber noch und schaue mir das Ganze nochmal hier hinten an. Ja, verbessertes Stehlen. Genau, Manipulation. Deswegen wollte ich Klugheit haben. Und werde ich jetzt auch machen. Und zwar direkt mal 2 in Klugheit und am besten auch noch einen Konstitution, dass ich nicht so schnell umfalle. Müssen wir auch direkt hier einen Punkt vergeben. Unbezwingbar war so ein Talent, wo ich mir dachte, ja, könnte es sich lohnen. Allerdings ist es sowas wie eine Stance. Und hier haben wir schon hier, genau hier, mächtige Schwünge. Oder hier präzise Schläge. Das ist schon alles so das Gleiche. Hat nur meistens ein bisschen anderen Effekt, zum Beispiel hier, man ist immun gegen Betäubung und Niederschlagen. Ist ganz gut. Ich hätte aber ganz gerne eher hier die letzten Talente, dafür brauche ich aber mehr Stärke. Muss ich auch mal gucken, ob ich die mal bald, ja, kriege. Genau, deswegen sage ich einfach mal, wir gehen einfach mal auf unbezwingbar. So. Schade, ich habe, glaube ich, gerade keinen Punkt für Fähigkeit dazu gekriegt. Das ist relativ schade. Okay, für ihn gibt's Konstitution en masse. Obwohl 2 Konstitutionen reichen, denke ich. Und ich würde mal sagen, ich gehe auf eine Klugheit. Okay, zweihändige Talente brauche ich auf jeden Fall schon mal nicht. Dann Schildbalance. Der Charakter hat gelernt, das zusätzliche Gewicht des Schildes im Kampf auszugleichen. Er leidet nicht länger einen Angriffsabzug, wenn er eine Schildverteidigung einsetzt. Okay. Klingt schon mal ganz gut. Da macht er vielleicht noch ein bisschen Schaden endlich mal. Ich wollte allerdings gucken hier. Gebiet säubern. Okay, Level 9. Ja, mal gucken. Ich glaube, er müsste Level 8 sein. Alistair ist auf jeden Fall Level 7. Okay. Doch nicht so weit, wie ich dachte. Mit Level 9 kriegen wir das große Master, nächste Master-Talent für Templer. Und wir wollten ja direkt weiterlaufen in die nächste Stadt. Besser in das nächste Questgebiet. Denn hier, wir sind hier durch, haben hier alles erreicht und können direkt den ersten Teil unserer Suche erfüllen. Auf Hilfe gegen die dunkle Brut. Weil steht. Mit euch, verdorbene Kreaturen! Lasst uns in Frieden! Ups. Hallo. Oh Gott. War vielleicht doch keine gute Idee. Okay, ich würde sagen, wir gehen einfach mal alle hier runter. Alle erstmal auf einen. Weil ich würde es nicht so gern gegen den Hauptmann direkt antreten. Weil hier so auf einen ist mal ganz gut, der ist down. Der nächste. Dann beeinflussen die uns auch im Kampf gegen den Hauptmann nicht. Weil der macht echt gut Schaden. Hat man jetzt natürlich bei dem Hauptmann da unten bei den Söldnern gesehen gehabt. So. Ich muss schon den hier weghauen. Aber ich habe gerade gesehen, der Hauptmann schießt auf uns die ganze Zeit. Okay, trifft dich mal. Auch gut. Okay, machst nix. Oh, er ist da. Okay, er trifft ja echt gar nicht. Okay, ja, er hat getroffen. Hoppala. Vielleicht sollten wir ihn unten halten. Morrigan. Mach mal du deinen Eiszauber hier. Sehr gut. Dann. Er war sein Schildschlag, glaube ich.
Okay. War's doch nicht. Egal, hat sich auf jeden Fall schon mal gelohnt. Umhauen. Okay. Dann war es auf jeden Fall der Schlag, der den Gegner eigentlich umhauen sollte. Aber man kann ihn eigentlich ganz gut downhauen, indem man einfach die ganze Interrupted betäubt, sonstiges. Haben wir ja auch von jedem hier irgendwo was dabei. Ich kann hier den umhauen. Sie kann ihn ja betäuben. Er kann ihn auch umhauen. Sie kann ihn einfrieren und mit diesem Geisterschlag auch ja, umhauen. Und wir hatten keine Eiswaffen. Okay, Dämonensekret. Und neuer Kodex-Eintrag. Ihr seid gerade noch rechtzeitig gekommen. Ich stehe tief in eurer Schuld. Gern geschehen. Mein Name ist Bodan Fedig, Händler und Unternehmer. Das hier ist mein Sohn Sandal. Sag hallo, mein Junge. Hallo. In diesen Tagen ist es auf den Straßen ziemlich gefährlich. Dürfte ich fragen, was euch hierher führt? Vielleicht haben wir dasselbe Ziel. Ich bezweifle, dass er mit einem grauen Wächter reisen wollt. Ein grauer Wächter also? Nun, das erklärt einiges. Versteht mich nicht falsch, aber ich vermute, euer Weg bietet mehr Aufregung, als mein Junge und ich verkraften können. Erlaubt mir, euch Lebewohl zu sagen und viel Glück zu wünschen. Auf Wiedersehen. Also gut. Dann wollen wir diesen Schlamassel mal beseitigen, was? Ich will dir mal dabei haben. Sobald dieser Schlamassel beseitigt... erledigt. Okay, eine kleine Statue. Eine Frau in Robe. Mal gucken, wem das gefällt. Auf jeden Fall ein neues Geschenk, das ist schon mal sehr gut. Jetzt verschwinden wir von hier. Vielen Dank für eure Hilfe. Ich will ihn haben. Mark Sandel. Okay. Wir können weitergehen. Böse Träume, was? Alles wirkte so real. Ist es ja auch, irgendwie. Wisst ihr, ein grauer Wächter kann die dunkle Brut nämlich hören. Das war euer Traum. Ihr habt sie gehört. Der Erzdämon spricht mit der Horde. Und das spüren wir auch. Daher wissen wir, dass es sich wirklich um eine Verderbnis handelt. Der Erzdämon? Ist das der Drache? Ich weiß nicht, ob er wirklich ein Drache ist. Zumindest sieht er so aus. Aber ja, das ist der Erzdämon. Es dauert eine Weile, aber irgendwann könnt ihr sie verdrängen. Einige der älteren Grauen Wächter meinten, sie würden zum Teil sogar verstehen, was der Erzdämon sagt. Ich kann das nicht. Als ich hörte, wie ihr euch herumwälzt, wollte ich euch darüber informieren. Ich war es anfangs auch furchterregend. Der Hund bellt die ganze Zeit, was zum Teufel? Noch andere Überraschungen, über die ich Bescheid wissen sollte? Außer, dass ihr jung sterben werdet und die Verderbnis alleine besiegen müsst? Nein, sonst gibt's keine Überraschungen. Wo ihr schon mal wach seid, wollen wir da nicht gleich aufbrechen? Okay, neue Quest, Verzauberungen. Neue Quest, was zum Teufel? Wie viele neue Quests habe ich denn? Lager der Gruppe Verzauberung. Bodan und Sandel, die beiden Zwerge aus der Umgebung von Lothering, haben ihren Wagen am Rande des Lagers abgestellt. Okay. Okay, sehr gut. Ah, schön euch zu sehen, mein Retter in der Not. Bodan Fedig steht euch erneut zu Dienst. Ich habe euer Lager gesehen und dachte mir, wo könnte man den Abend sicherer verbringen als im Lager eines grauen Wächters? Ich bin natürlich bereit, euch für die Unannehmlichkeiten unserer Anwesenheit einen Rabatt einzuräumen. Wie klingt das? Gut? Ja? Ihr könnt gerne bleiben. Benehmt euch einfach. Großartig. Bedankt dich bei dem Herrn, Junge. Danke, Sir. Seid versichert, dass wir euch und eure Gefährten nicht belästigen werden.
sprecht einfach mit meinem Jungen, wenn ihr Verzauberungen braucht. Und wendet euch ansonsten an mich. Okay. Bitte lasst es mich wissen, wenn ich irgendetwas für euch tun kann. Überreden. Was genau ist euch widerfahren? Da ihr mir erzählt habt, dass ihr ein grauer Wächter seid, ist es wohl nur angemessen, wenn ich ebenfalls offen zu euch bin. Ich komme ursprünglich aus Orsamar, der berühmten Zwergenstadt unter dem gewaltigen Frostgipfelgebirge. Ich war dort ebenfalls Händler, aus der Händlerkaste. So etwas liegt einem im Blut, wisst ihr. Man kann es nicht einfach hinter sich lassen. Ich hatte ein ziemlich erfolgreiches Geschäft mit seltenen Artefakten. Alte Dinge, wundersame Dinge. Die Adligen haben sie geliebt. Sie haben sie an die alten, ruhmreichen Zeiten erinnert, nehme ich an. Eine Kurzversion genügt mir. Ah, habe ich zu weit ausgeholt? Entschuldigt. Kurzum, ich bin aus meiner Heimat geflohen, um auf der Oberfläche zu leben. Und seitdem führe ich dieses bescheidene Leben. Also, können mein Junge oder ich irgendetwas für euch tun? Lasst mich eure Waren sehen. Ich bin mir sicher, ihr findet Gefallen an den Dingen, die mein Sohn und ich gesammelt haben. Und an eurem Rabatt natürlich. Ich will ein Geschenk haben. So, ja, doch, ganz gute Items auf jeden Fall hier dabei. Sehr gute sogar. Und hier gibt's, boah, hier gibt's ein paar Geschenke. Ein paar mehr. Okay. So ein paar. Dum, da, dum, da, dum. Alles Geschenke? Das sind alles Geschenke. Was zum Teufel? Ich glaube, das ist nicht so eine gute Idee, hier alles mitzunehmen. Aber ist auch kein Problem. Denn Morrigan steht genau da drüben eigentlich. Okay. Ah. Das sind auch alles Geschenke. Ein schönes Geschenk, es heißt, es sei ein Geschenk, der zählt. Was? Ein Gedanke, der zählt, ah. Der Empfänger dieses Geschenks wird sich jedenfalls bestimmt drüber freuen. Okay. Handbuch Waldläufer. Ist auf jeden Fall, genau diese Bücher meinte ich eigentlich gerade eben. Das Beispiel Handbuch Templer. Das könnte ich jetzt einfach kaufen und könnte mir dann Templer erlernen. Waldläufer. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das, ist ein neuer Rucksack, den kaufe ich mir auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob der Waldläufer was von mir ist. Ich glaube, es war eher ein Jägerding. Kann ich sie nicht einsehen irgendwo? Scheinbar nicht. Schade. Aber hat gerade wieder gesehen, diese Manipulation bringt's auf jeden Fall. Wir haben ihn seine Anführungsstrichen Geheimnisse rausgelockt. Hallo. Der Junge ist ein wenig einfältig, aber er kennt sich wirklich gut mit Verzauberungen aus. Einer der Besänftigten hat ihn einmal einen, wie war das noch? Einen Naturgelehrten genannt. Ich wusste nicht einmal, dass es so etwas gibt. Ich möchte etwas zaubern lassen. Verzauberung. Verzauberung. Okay, das ist ein Schwert, das auf jeden Fall schon mal nicht von mir geführt wird, sondern ich denke mal von Alistair. Egal, ich werde es einfach mal mit so zwei Elektrizitätsschaden verzaubern. Kurz mal angucken. Alistair, wo ist dein Gear? Da. Nee. Interessanterweise nicht. Auch nicht, okay. Sag mal, habe ich das? Okay, ich werde mal ganz kurz. Alistair. Ist das besser als deins? Ja, das ist besser als deins. Und schon hat er ein besseres Schwert. Sehr gut. Und Liliana kriegt dann. Ja, okay, das ist. Es ist schon besser, so ist es nicht. Es ist schon besser, ja. Okay, gut. Sehr gut. Auf zu Morrigan. Obwohl, vielleicht soll ich erstmal nachschauen, was ich für Geschenke für Morrigan habe. Bis auf den ganzen Mist hier. Geholtes Holz. Ich bin mir nicht sicher, ob man Holz verschenken kann. Was wollt ihr von mir? Ich möchte etwas Persönliches besprechen.
gerne auch gleich sein. Ich sollte nicht das hier fragen. Das ist nicht gut. Ich muss hier doch irgendwie Geschenke... Was wollt ihr von mir? Wenn es sein muss. Okay. Wie wurde der zur Gestaltwandlerin? Ich wurde nicht so geboren. Es ist eine Fähigkeit von Flemeth, die sie sich über viele Jahre in der Wildnis angeeignet hat. Die Chasend erzählen sich von uns Hexen, dass wir die Form anderer Wesen annehmen, um sie versteckt zu beobachten. Wenn ein Kind allein ist, von seinem Stamm getrennt, dann schlagen wir zu. Verschleppen den schreienden und zappelnden Jungen, um ihn dann zu verspeisen. Eine höchst amüsante Legende. Finde ich auch. Aber es ist nur eine Legende, oder? Das nehme ich an. Mutter war viel länger in der Wildnis als ich. Woher soll ich wissen, was sie früher getan hat und was nicht? Warum fragt ihr? Wollt ihr etwas Spezielles wissen? Kann jemand zum Gestaltwandler werden? Jeder, dessen Wille stark genug ist. Aber die Verwandlung ist ein magischer Akt, also ein Zauber. Daher kann ihn nur ein Magier wirken. Wenn ihr vorhattet, diese Fähigkeit selbst zu erlernen, muss ich euch darum leider enttäuschen. Das ist alles, was ich fragen wollte. Wirklich? Habt ihr denn noch eine Meinung zu meinen Fähigkeiten? Bin ich eine widernatürliche Abscheulichkeit, die man verbrennen sollte? Ich finde, eure Fähigkeiten sind ziemlich nützlich. Oh, ihr steckt ja wirklich voller Überraschungen, kleiner Mann. Ich bin nicht klein. Aber genug davon. Lasst uns gehen, bevor wir noch Staub ansetzen. Plus 4. Hat sich gelohnt, mit dir zu reden. War diese Übersicht? Da. Okay, Morrigan. Ja, doch. Das wird. Allerdings versuche ich hier immer noch ein Geschenk reinzudrücken. Das wird nicht gehen, ne? Achso, ich muss hier sein. Ganz normal in dieser Übersicht. Spirituosen, vielleicht nicht zwingend das Beste für sie. Eine Alistair-Puppe. Diese kleine, aus Lumpen gefertigte Puppe erinnert auf erschreckender Weise an Alistair. Sie ist mit kleinen Nadeln gespickt. Okay. Plus 50. Oh Gott. Diese Alistair-Puppe. Morrigan kann sich damit amüsieren, die Alistair-Puppe zu quälen. Okay. Das ist seltsam. Aber plus 50. Das ist ziemlich heftig. Ich glaube, bei plus 100 müsste man eigentlich dann mit ihr in Liebe sein. Der Gesang des Lichts. Nein, alles nicht. Ein schönes Geschenk. Vielen Dank. Was? Nein, nicht minus 5. Oh. Ein schönes Geschenk. Geht doch. Vielen Dank. Okay, Alkohol schenke ich auf jeden Fall schon mal nicht. Interessant. Ja, okay. Vielleicht sollte ich nicht alles einfach reinpfeffern bei ihr. Aber... ist ja schon okay. So, immerhin. Neue Fähigkeit. Mittlere Fähigkeiten erhalten. Ah, hier. Inspiriert geringe Magieplot. Inspiriert durch deine Führung erhält dieses Gruppenmitglied einen geringen Bonus auf Magie. Und hier einen mittleren Bonus auf Magie. Also, scheinbar, wenn man mit den Gruppenmitgliedern relativ gut gestimmt ist, in dem Fall zum Beispiel Morrigan, dann scheint man auch ja gewisse Fähigkeiten rauskitzeln zu können. Finde ich echt interessant.
Und er ist ja am Blitzen. Hier haben wir noch eine Quest. Levi Dryden. Warte mal, das müsste doch eigentlich die Quest gewesen sein im Premium-Inhalt. Ach egal, kann man mal kurz ansprechen. Ihr seid ein schwer zu findender Mann. Wo sind nur meine Manieren? Mein Name ist Levi. Levi Dryden. Hat Duncan mich je erwähnt? Levi von den Münzen? Levi, der Händler? Ich bin Ramster. Und von euch habe ich noch nie gehört. Wirklich? Er hat euch nie vom alten Levi erzählt? Wir kannten einander seit Jahren. Aber was plappere ich da, wo ihr doch eine Verderbnis aufhalten müsst? Ich will nicht eure Zeit vergeuden. Duncan hat versprochen, dass wir gemeinsam etwas ergründen würden, das für die Wächter durchaus wichtig ist. Und für mich auch. Der arme Duncan, ach, schweigen wir davon. Es ist eine Tragödie. Aber ich bin sicher, er würde wollen, dass seine Arbeit fortgesetzt wird. Sein Versprechen eingehalten. Welches Versprechen hat Duncan euch gegeben? Meine Familie... Nun, da gibt es einige dunkle Flecken in der Vergangenheit. Der Adel blickt mit Abscheu auf uns herab. Meine Ur-Urgroßmutter Sophia Dryden war die letzte Kommandantin der Wächter von Ferelden. Damals, als die Wächter als Schmarotzer galten. Also verbannte König Arland die Wächter und nahm dem Haus Dryden alle Ländereien und Titel ab. Sagt mir einfach, was ich wissen muss. Duncan wollte die alte Basis der Grauen Wächter, den Soldatengipfel, wieder in Besitz nehmen. Und vielleicht finden wir dabei Beweise, die die Ehre meiner Familie wiederherstellen. Seit der Verbannung der Grauen Wächter war niemand mehr auf dem Soldatengipfel. Aber ich habe einen Weg gefunden. Man sagt, es würde dort spuken und es ist bestimmt gefährlich. Werdet ihr mir helfen? Ja. Seid tausendfach gesegnet, Wächter. Ich markiere den Ort auf eurer Karte. Wenn ihr angekommen seid, bahnen wir uns gemeinsam den Weg durch die Tunnel. Na, klasse. Was habe ich getan? Die Geschichte der Drydens. Sophia Dryden, bla bla bla. Okay. Aber bevor wir hier losgehen und die nächsten Missionen machen, jetzt haben wir relativ viel Zeit eigentlich im Lager verbracht, eigentlich die ganze Zeit, mache ich hier einen kleinen Cut und wir sehen uns auf jeden Fall in der nächsten Episode wieder. Schaltet dann wieder ein. Bis dann. Ciao.